Herzlich willkommen zurück zur Transport Fever 2, unsere Endloskarte, die Folge Nummer 8. Und jetzt habe ich eine Nacht Pause gemacht bei den Aufnahmen durch den Livestream gestern. Jetzt muss ich erstmal gucken, was überhaupt angesagt war. Also Holz muss auf jeden Fall mehr transportiert werden. So viel steht mal fest. Da sind 78%, die aktuell verbrannt werden. Und unsere Werkzeugfabrik ist nach oben gegangen. 101 wird hier produziert. Wir brauchen 117 alleine hier oben. Und in Bertikow. Nee. Nee, hier unten haben wir kein Werkzeug, ne? Wir hatten hier die Zahnräder noch. 110 brauchen wir da. Wie viel werden hier produziert? 24, da brauchen wir ein bisschen mehr. Ich lasse erstmal ein bisschen laufen. Wir müssen das Geld verdienen, damit wir weiterkommen. Ach, die Getreidefabrik hier oben, die habe ich ja auch schon angeschlossen. Getreide wollten wir verteilen, ne? Das war die Aufgabe. So, wo liefern wir das Getreide hin? Hier oben. Düm, düm, düm. Da verdienen wir erstmal nur Geld. Was heißt nur Geld, ne? Aber da, wo wir das Getreide hier unten, können wir mit dem Schiff theoretisch auch nach da hoch transportieren. Wir brauchen ja nachher eh mehr Anschlüsse oder mehr Fabriken an den Städtchen, weil wir ja, wir wollen ja alle Städte nachher mit Waren versorgen. Und die Farm hier oben, die kann ja mit maximal, glaube ich, zwei. Hier werden 200 produziert, daraus werden 100 Brötchen gemacht, also brauchen wir vier Getreidefarmen, damit wir das Ding da überhaupt auf 100% zum Laufen kriegen. Und das heißt, wir würden von hier unten noch Getreide holen müssen. Hier hinten haben wir noch Getreide. Und hier hätten wir noch Getreide. Also würde sich das mit dem Schiff durchaus anbieten. Weil wir dann auch relativ große Mengen transportieren können, aber davon sind wir jetzt erstmal noch weit weg. Wir müssen hier gucken, dass wir mehr Holz wegbekommen. Ist natürlich die Frage, ob sich das nicht vielleicht sogar lohnen würde, wenn wir hier mal das Ganze mit der Eisenbahn, also auf die Eisenbahn ummodeln. Aber dazu wird uns jetzt noch das nötige Kleingeld fehlen. Und dann sind die Transportkapazitäten größer, wir brauchen weniger Fahrzeuge. Und wir haben ja eh das Problem, dass wir die Fahrzeuge ersetzen müssen. Die sind ja in die Jahre gekommen. Wobei die Emissionsnummer, die interessiert mich eigentlich erstmal herzlich wenig. Aber hier, wir müssen die Kutschen eigentlich hier außenrum fahren lassen, irgendwie, ne? Weil die fahren mitten durchs Wohngebiet. Und da sind die Bewohner unserer Städte ja nicht sehr empfänglich für. Und deswegen intervenieren wir mal und werden hier eine Querverbindung ranziehen. Ist ja nicht viel Straße. Jetzt gucken wir mal, ob die Linie jetzt da lang fährt. Das sieht sehr gut aus, außer die Kutschen, die hier die Waren hinbringen, fährt jetzt alles dann hier lang zum Bahnhof. Dann haben wir erstmal abgekürzt die Strecke, selbstverständlich, und haben auch noch das Problem mit der Emission hier erstmal halbwegs gelöst. Das war jetzt ein relativ einfacher Schritt. Was haben wir hier an Holzbrettern? Wir bräuchten einen zweiten Bretterzug, ne? Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Diese Kohle hier, wenn wir die hier hochbringen würden, dann würden wir auch noch mal ordentlich Asche machen. Aber wir haben hier noch genug Fabriken, die wir anschließen könnten. Also würden wir uns erstmal mit der Getreidefarm hier oben beschäftigen. Wie viel Brötchen bekommt ihr? 59. Wie viel haben wir hier auf Lager? Ah, das Zeug wird auch mit Kutschen angeliefert, ne? Zwölf haben wir auf Lager. Wir müssen das Material von dort oben effektiver hier unten ran schaffen, oder wir müssen tatsächlich das mit dem Boot machen. Oder wir lassen einen Getreidezug fahren. Den lassen wir dann von hier, mit dem LKW hierher transportieren. Von hier geht es dann nach Genevieve und dort werden wir das Zeug dann hochtransportieren. Dann bräuchten wir nur einen Zug, den wir aktuell nicht haben, weil wir das mit dem Kleingeld wieder nicht haben. Wir wollen auch noch unsere Züge erneuern. Wir haben ja neue Lokomotiven bekommen, wo wir gerade dabei sind, damit wir hier nicht zu schnell vorwärts kommen. Pausieren wir das mal. Neue Eisenbahnen. Gucken wir mal kurz. Ne, haben wir noch gar nicht. Wir spielen ja nur mit den europäischen Fahrzeugen. Da können wir das ja hier beruhigt laufen lassen. Ups. Hallo. Hallo. Die Maus macht sich manchmal selbstständig. Okay, dann haben wir das soweit. Dann können wir das Maximum, was wir noch machen können, wäre, dass wir
das hier ein bisschen abkürzen. Dass wir hier quasi so eine Umgehungsstraße bauen. Dadurch haben wir dann die Frequenz ein bisschen erhöht, weil wir diesen Umweg hier nicht mehr fahren müssen. Und wir haben den Verkehr hier aus der Stadt raus. Weil ich denke, auch da haben wir Emissionsprobleme. Und zwar, ja, es hält sich in Grenzen. Also hier ist jetzt besser geworden. Also richtig Emissionsprobleme haben wir jetzt nicht unbedingt mehr. Hier unten am Bahnhof ist sowieso, aber da ist ja Industrie, das ist ja nicht weiter Bild jetzt erstmal. Und die ersten Fahrzeuge, die fahren jetzt auch schon da lang. Sehr schön. Also organisatorisch passt das. Müssen wir uns die Linie nochmal angucken, die aktuell hier Miesen machen. Also wir haben hier die Eisenbahn mit dem Brot. Weil wir wahrscheinlich nicht genug Brot hier anliefern. Weil die Auslastung ist 16, die Auslastung ist nicht auf 100%. Das heißt, wir müssen uns tatsächlich als allererstes darum kümmern, dass wir mehr Brot produzieren. Wie viel Prozent holen wir denn dort oben ab? 47% nur. Und dann ist die Frage eigentlich auch relativ einfach beantwortet, was wir da tun. Nämlich mehr Fahrzeuge. Bretter, Brötchen, Getreide, Getreide da. So, dann haben wir bei der Getreidelinie jetzt einen Durchsatz von 106. 200 brauchen wir. Also hauen wir da erstmal richtig schön alles, was wir aktuell haben, hauen wir auf diese Linie. Bis wir die... Muss ich mal kurz überprüfen, welche Linie das ist. Das ist die hier oben. Okay, das sehen wir auch, wenn wir hier die Fahrzeuge haben. Da ist das Getreide. 108 haben wir jetzt aktuell. Und die hauen wir jetzt erstmal hoch auf 200. Und dann produzieren wir definitiv erstmal genug Brötchen oder Brot, dass wir beide Städte damit versorgen können. Aber ihr seht auch, ne, ich nehme wirklich zwei oder drei, vier Fahrzeuge auf einmal und trotzdem geht die, die Rate nicht nach oben, weil das halt einfach alles sehr langsam ist, ne? Oder beziehungsweise braucht halt ewig lange auch für den langen Weg. Aber es sieht auf jeden Fall mal besser aus als in den Livestream, den ich ja gestern gemacht habe. Da habt ihr ja schon wieder ein paar Folgen dazwischen. Der ein oder andere von euch wird den Livestream ja gesehen haben. Da habe ich ja grandios verkackt. Einmal im Wilden Westen und einmal in Tropen. Da könnt ihr nochmal in die Kommentare schreiben, ob ich da nochmal neu ansetzen soll. Also Livestreams werden wir definitiv auch machen mit dem Spiel hier. So, jetzt setzen wir mal zwei Fahrzeuge drauf. 116 haben wir jetzt die Rate, jetzt sind wir bei 120. Also wir erhöhen die Rate um 2 pro Straßenfahrzeug. Also da werden wir noch ein paar Fahrzeuge brauchen, bis wir da an der 200er Rate sind. 130. Aber zumindest machen wir hier Gewinne in dem Spiel. Wenn wir den Zug hier oben erstmal voll kriegen mit Brötchen, dann wird er auch Gewinn machen. Jetzt müssen wir mal kurz pausieren hier. Also nicht pausieren, aber kurz mal laufen lassen ein bisschen. Werde ich noch einen Schluck Kaffee trinken. Auch viele Fahrzeuge auf der Linie. Wir haben ja 64 Fahrzeuge haben wir auf der Linie. Hammer. 52% holen wir ab. Wir müssten hier oben theoretisch gesehen auch noch den Anschluss ändern. Können wir auch bald in Angriff nehmen. Ich meine, für jeden, der da... Also wir haben 64 Umläufe. Das heißt, wir machen 640.000 Euro vom ersten bis zum letzten, bis zur letzten Kutsche machen wir an Umsatz mit der einen Linie. Und das ist ja noch nicht am Ende, ne? Es kommen ja noch mehr Kutschen. Das wird ja nachher eh ausgedünnt, wenn das alles ein bisschen schneller wird. Sieht das hier unten eigentlich an der Maschinenfabrik aus? Da. Eine Produktion von 5 nur. Weil wir wahrscheinlich zu wenig Holz anliefern.
Holz kommt ja von drüben. Von hier. Brettermaschinenfabrik. 90 sind dort auf Lack. Ey, alter Verwalter. Wir haben hier, das ist Potenzial. Das hängt dort rum. Das klebt dort, ne? Ist das ärgerlich? Wie sehen denn unsere Personenzüge auf 24? Ah, das ist Brötchenzug, ne? Der hat jetzt 24 Brötchen, 22 von 24 Brötchen. Also ich glaube, im nächsten Jahr kommt die nächste Eisenbahn. Das ist dann die Borsig. Die müsste kommen. Und die werden wir dann, dann werden wir jetzt gerade mal ein bisschen Geld ansparen, dass wir die Borsig dann direkt auch einsetzen können auf den verschiedenen Zuglinien. Ich sehe gerade ein Loch in dem Geburtstagsschriftzug meiner Tochter. Wegen der Balkontür. Schlimm sowas. Aber wenn die Borsig, wenn wir die ersetzen, dann haben wir schon mal 5 km/h mehr und erhöhen dadurch natürlich dann auch den Durchsatz. Das können wir auch gleich beobachten. Als allererstes würde ich da natürlich die Fahrgastlinien, wie ist die Auslastung, 26 von 36. Also im Idealfall haben wir natürlich alle Züge mit der gleichen Geschwindigkeit fahren. Und wir haben ja, was ja sehr cool ist, wir haben ja diesen Geschwindigkeitsüberblick, Geschwindigkeit der Gleise, wo wir immer sehen können, wo hier so Engpässe sind. Ne? Also hier hätten wir jetzt zum Beispiel eine 45er Kurve. Die müssten wir natürlich, wenn wir 50er Fahrzeuge nachher irgendwann bekommen, müssten wir die natürlich auch mal ein bisschen ja, umbauen, dass er schneller gefahren werden kann. Guck mal hier, die Weichen und so, das ist alles auf 44 teilweise. Da müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir das umbauen, bevor wir nachher die schnelleren Züge benutzen. Gucken wir aufs Konto. Ah, die Straße, die macht hier aber alles aus. Ne? Die Eisenbahn verdient gar nicht so viel Geld. Aber ist klar, wenn ich hier 64 Fahrzeuge habe, die 10.000 Öcken verdienen pro Umlauf. Und wir haben die Lebensmittelfabrik dann auch gleich mal ein bisschen aufgepimpt. Wir kommen ja über die 100. Wie ist denn die Rate bei den Brötchen? Brötchen Vertico. Achso, das ist die Zuglinie. Da haben wir eine Rate von 28 und wir brauchen hier drüben 28. Die Eisenbahn kann 33 transportieren. Und wir haben im Vertico, brauchen wir 83, also das ist unser Goldesel und unser Goldesel will natürlich gemolken werden. Wie voll bist du jetzt? 12 von 24. Wir haben zu viele Fahrgäste auch hier rumstehen, die wir loswerden wollen. Alle nach Janneby. Janneby war der Puff hier drüben, ne? Ne, das ist Bad Berneck. Janneby ist dann hier unten. Was bist du für... Das ist er. Der fährt voll. Guck mal, alle Linien bis auf die Janneby 101 sind jetzt im Plus. Jetzt können wir auch mal auf die Auslastung gucken. Von den Personenlinien. Wir haben hier 12, 24, 13 von 28 und wir haben 8 von 36. Also die Auslastung ist da noch nicht so hoch, dass ich jetzt sagen würde, da können wir vielleicht mal in eine Tram investieren oder so. Eher nein. Kann aber mal hier Datumsgeschwindigkeit ein bisschen hochdrehen. Und wieder ein bisschen runter. So. War 31 von 36. Also Auslastung ist da. Geld verdienen wir auch. Jetzt müssen wir uns überlegen, was wir nachher als erstes auf die Borsig umbauen. Und ich würde... Was hast denn du? Warum ruckelst du denn so? Was für eine Linie bauen wir denn als erstes um? Die Holz, die Bretter müssen wir hier rüber transportieren. Das ist ja eh, ne? Wir haben Brötchengüterzug. Und wir haben den Maschinengüterzug. Ach, die Maschinen transportieren wir auch, oder? Nehmen wir die. Warum transportieren wir die noch nicht? Ach, weil wir hier erstmal nur anliefern, ne? Dann müssen wir den Brettergüterzug, das wäre dann der erste, den ich auf 45 aufpimpen würde. Können wir hier mal, um Geld zu sparen, bis die Borsig kommt, können wir Kredit zurückbezahlen.
können wir dann ja wieder aufnehmen. So, dann haben wir jetzt schon mal Kredit eingespart. Sehr gut läuft das hier. So, hier oben, wenn wir jetzt noch schaffen, mehr Brötchen abzutransportieren, dann kriegen wir hier oben natürlich auch noch einen Levelaufstieg. Das heißt, wir werden dort nochmal ein paar Fahrzeuge losschicken für Brötchen abzuholen, dass wir die Lebensmittelfabrik auf Level 2 bekommen. Dann wird sich das auch mit dem Schiff lohnen, mit dem Getreide. Wie gesagt, wir können ja unten einen Zentralhafen bauen, in dem wir anliefern, dass wir nicht zu teuer werden. Und ein Schiff dann quasi für mehrere Fabriken das Zeug nimmt. Brötchen Yanebi, Yanebi Verteiler, Brötchen Yanebi. Bumm. So, das müsste jetzt die richtige Linie hoffentlich sein. Brötchen Yanebi, jawohl, wunderbar. So, also dann planen wir mal weiter. Oh, guck mal, hier ist auch noch eine Getreidefabrik. Die müssten wir nur an unser Verkehrsnetz anschließen. Weil dann könnten wir diese und ditten da, können wir alles mit Schiff machen. Den da, der würde einen separaten Hafen bekommen. Die beiden würden sich einen Hafen teilen. Dann lassen wir die ein bisschen mit dem... Und von hier direkt mit der Straße, dann würde ich hier vielleicht sogar... Dann würde ich da vielleicht sogar den Getreideverteiler hinmachen, mit der Eisenbahn hoch das Ganze und von hier hinten auch dann mit dem Schiff da runterfahren lassen, dass wir hier quasi den Getreidesammelpunkt haben. Das wäre so meine Idee jetzt. Jetzt warten wir aber erstmal auf die neue Eisenbahn. Wo bleibt die Borsig? Dann bist du der Erste sein, der hier ersetzt werden wird. Ne, nicht du. Wo ist meine Bretter, Töff-Töff? Töff-Töff! Das erinnert mich gerade an mein Mini-Flauschi. Das Mini-Flauschi läuft hier gelegentlich mal durch die Gegend. Autosave habe ich auf 30 Minuten übrigens jetzt gestellt. Ne? Also in einem Let's Play werdet ihr nur noch maximal ein Autosave sehen. Gerade nochmal zu meiner Tochter. Meine Tochter, die, wenn die ihren Schnuller sucht, den sie ja hoffentlich nach dem Ägyptenurlaub nicht mehr hat, weil wir haben eigentlich mit ihr die Abmachung, dass wir das Ding in Ägypten vergraben, in der Wüste. Da wird natürlich Greta kommen und sagen, Plastik! Ist mir scheißegal. Das ist ja ein symbolischer Charakter. Nein, ist mir natürlich nicht scheißegal. Wir werden das Ding natürlich wieder ausbuddeln, also ich und meine Frau. Und aber wir haben, weil wir im Hollandurlaub, ist meine Tochter trocken geworden. Im Hollandurlaub haben wir es erstmal probiert ohne Pampers und seitdem ist sie trocken. Also natürlich, abends kriegt sie noch eine Windel für zum nachts zum Schlafen. Aber tagsüber geht ihr auch selbstständig auf die Toilette, für beide Geschäfte zu erledigen. Und wenn die hier durch die Gegend läuft und ihren Dudu sucht, dann schreit die immer, Dudu, wo bist du? Also Dudu ist felsig wohl für Schnuller. Ich bin kein Felser, ich weiß das nicht. So, Auslastung 27 von 36. 24 und die müssten 20 sind da. Also mal gucken. Immer wieder so vereinzelt kleine Miesen hier drin. Der Brötchenverteiler von Genevieve. Der holt ja hier die Brötchen ab und bringt die in die Stadt rein. Aber Brötchen müssen wir definitiv mehr besorgen. Wir müssen die Station hier umbauen. Das geht so nicht mehr. Die bauen wir um. Da ist zu viel Verkehr. So, ein Tramgleis wollen wir nicht bauen. Wir bauen aber hier einen Exit. So, das wird jetzt natürlich schön teuer, weil wir da in den Berg reinbauen. So. Linienfenster mal anzeigen. Jawohl, wunderbar. So, jetzt müssen wir noch einen zweiten Cargo-Anschluss dahin bauen. Auf die Seite. Und dann werden wir eine Linie, nämlich das Getreide, das lassen wir jetzt hier anliefern. Mal gucken, ob das funktioniert. Terminal 2. Ne, 1. Bumm. Zeigen wir her. Nein, das funktioniert. Jetzt fahren die wieder eine Schleife. Ich glaube das doch nicht. Wobei, das ist doch die Schleife, können sie auch ruhig fahren. Guck mal. Das passt genau.
Die fahren aneinander vorbei so. Da muss ich nochmal durchsteigen, wie das mit den Lines hier genau funktioniert, dass sie sich nicht gegenseitig im Weg stehen, weil diese Schleife, es wäre ja wesentlich klüger, wenn die Dinger hier reinfahren, da ranfahren und dahin wieder raus, aber das ist irgendwie wohl von der Station so nicht vorgesehen. Aber es funktioniert. Jetzt haben wir hier natürlich eine Kreuzung, die wir so nicht haben wollen eigentlich. Ist auch doof. Wir hier außen rumlegen die Straße. Müssen wir da auch noch mal Geld in die Hand nehmen. Damit wir da einen kreuzungsfreien Bereich haben. Können wir dieses kleine Straßenstück hier abreißen. Lassen wir den noch durchfahren. Bum bum. So, und jetzt ist das Ganze kreuzungsfrei. Und somit haben wir diese Station dann auch optimiert. Haben wir den Durchsatz jetzt erhöht. So muss das sein. So, wie sieht das jetzt hier aus mit unserer Borsig? Ist immer noch nicht da. Na, was ist jetzt los? Okay. Also, wir wollen ins Zugdepot, Batiko. Gehen da mal rein. Denn die Borsig ist tatsächlich immer noch nicht da. Okay, aber es funktioniert. Also hier der Umbau, der war ganz gut. Wenn der Stau jetzt hier erstmal abgearbeitet ist, dann sollte das ab sofort flüssiger laufen. Weil, wie gesagt, wir haben die Brötchen da, wir haben den Verbraucher da. Und es wird hier verbraucht. Und wir haben das Ganze kreuzungsfrei gemacht. So, 1,1 Millionen haben wir wieder auf dem Konto. Ne, nicht leihen, zurückzahlen. So, jetzt machen wir mit einem Mal satten Gewinn hier. Auch bei der Eisenbahn. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So muss das sein. So, läuft jetzt wie ein Uhrwerk. Guck mal. Auch wenn diese Schleife da immer noch unnötig wäre. Aber die Fahrzeuge fahren auch aneinander vorbei. Also insofern ist das jetzt nicht ganz so wild. Jetzt können wir anfangen, Fahrzeuge zu ersetzen, die ja hier schon ein bisschen älter sind. Was Geld dazu hätten wir. Aber wir wollen erstmal auf die Eisenbahn warten. Irgendwann muss die Borsig jetzt kommen. In der Zeit werden wir uns dann mit dem Getreide weiter hier. Ne, Holz. Wie sieht das eigentlich mit Holz aus? Wie viel Prozent holen wir hier da eigentlich weg? 80%. Da können wir nämlich noch ein bisschen nachlegen. Dass wir dann da auf 100% kommen. 400 haben wir hier. Und wir haben auf der Holzlinie eine Rate von 315. Das ist 315. Da. Müssen wir mal oben hinziehen, dann sehen wir das auch. Und dann werden wir da nämlich jetzt auf 400 gehen. Vom Geld her müsste das passen. Ist das Bertico? Ja, das ist Bertico. 1, 2, 3, 4, 5. Tasten wir uns langsam ran. Baumstämme. Klick. 1, 2, 3, 4, 5. Baumstämme. Dann sind wir bei 390. Dann nehmen wir noch 2. Und dann sollten wir auf 400 sein. 405. Wunderbar. Dann haben wir die Linie jetzt am Maximum ausgereizt. Sprich, wir können von hier nicht mehr Holz transportieren. Werden dann hier wieso werden hier mit hier, achso, der braucht zwei Holz, ne? Okay, dann müssen wir die nächste die nächste Baumstammfabrik da anschließen. Das wäre die hier drüben, die wäre am nächsten. Und dann würden wir hier aber vom Level hier eh nichts mehr reißen, aber wir hätten dann die die Auslastung auf 100%. Also wenn wir von hier eine Kutschennummer bauen,
und liefern dann Holz an und haben dann 100% Holz dort oben angeliefert. Wir wollen ja Straße bauen. Ich muss mal hier wieder ein bisschen die Zeit runterdrehen. Gebäude, eine LKW-Verladestation. Wir brauchen nur einen. Und der ist sogar auf der richtigen Seite, dass wir hier kreuzungsfrei arbeiten können. Wunderbar. Bom, bom. Jetzt werden wir in der Holzfabrik unsere Station nochmal. Ah, die hat schon den dritten Anlieferpunkt. Da wird Holz angeliefert. Da wäre jetzt natürlich die Frage, ob es dort nicht sinnvoll wäre, konfigurieren, dass wir hier eine Einbahnstraße hinmachen. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Wir müssen uns da ja so ein bisschen rantüdeln, ne? Wie gesagt, ich weiß, ich habe das noch nicht so richtig durchschaut, wie das mit den Fahrwegen funktioniert, mit den einzelnen Fahrzeugen. Packen wir das mal daran. Jetzt haben wir hier einen Wegpunkt. Dann müssen wir das Ding da wegmachen, konfigurieren. Lassen wir die eine Kutsche da noch drüber fahren. Weg. Jawohl, das funktioniert. So, jetzt wäre es natürlich klug, wenn wir es schaffen, die neue Holzlinie hier auch noch mit dran zu bringen. Die würde dann auch da unten mit rausfahren. Das heißt, wir würden einen Weg hier hochbauen. Das Ganze hier verbinden. Und da muss noch ein Wegpunkt dann hin. Und dann können wir die neue Linie anfangen zu planen. Dann haben wir heute zumindest mal irgendwas Effektives gemacht. Als nur hier ein bisschen Chaos zu veranstalten. Fahrzeuge kaufen. Bis ans Limit das Ganze. Ja, wollen ja von Anfang an alles ausschöpfen, was wir haben. Dann müssen wir eine neue Linie dafür planen. Und zwar von hier. Hallo, neue Linie. Von hier geht es dann nach hier. Über diesen Wegpunkt geht es nach hier. Puff. So. Linie 1, das ist die Linie Nummer, Linie Bretter 2. So, nein, Holz, Baumstammholz. Baum 2. Baumstamm 2. So, das Linienschema muss ich mir noch überlegen. So, dann gehen wir unten ins Depot. Ne, brauchen wir gar nicht. Wir können das ja von hier aus machen. Und schicken die. Nein, nicht alle. Nur die, die in diesem Depot sind. Die schicken wir auf die Baumstamm 2 Linie. So. Wir könnten jetzt auch mal hier oben noch ein neues Straßendepot bauen. Dann brauchen wir die nicht immer so weit zu schicken. Müssen da ja uns ja ein bisschen besser aufstellen, dass wir nicht so weite Leerläufe haben mit unseren Fahrzeugen. Fehlt uns jetzt nur die Kleingeld für. Für einen Moment. Puff. Puff. Und wieder 200.000 auf dem Konto. Also, Leute, das Spiel habe ich definitiv im Griff. Gut gemacht. Aber nächste Folge hoffe ich, dass die Borsig dann endlich kommt. Und dann werden wir uns in der nächsten Folge mit dem Austausch unserer Eisenbahn beschäftigen, dass die dann schneller fahren können. Ist schon ein Unterschied, ob wir 40 oder 45 fahren können. Das sind 5 Kilometer mehr in der Stunde, die so eine Eisenbahn fahren kann. Das ist bei dem, was wir hier momentan machen, ist das schon eine Menge. Ich würde sagen, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst ein Abo da, die Glocke aktivieren, Daumen nach oben, selbstverständlich, ne? Wenn es euch nicht gefällt, ganz wichtig, Daumen nach oben. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge mit Transportfieber 2. Bis dahin von mir natürlich wie immer gepflegt ist reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!